Ich bin's wieder. Nun zum dritten Mal zum Thema Endzeit bei Markus und lade Sie auch heute ein, mitzudenken, sich inspirieren zu lassen, nachzudenken und auch Ihre eigene Meinung dazu zu bilden. Thema Endzeit ist ja nicht ganz so einfach. Wir hatten es ja schon zweimal diese Woche. Nun zum dritten Mal und damit schließen wir das 13. Kapitel ab. Ich lese, liebe Geschwister, ab Vers 24 bis Vers 37. Aber dann, nach dieser schrecklichen Zeit, wird sich die Sonne verdunkeln und der Mond wird nicht mehr scheinen. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Ordnung des Himmels wird erschüttert werden. Denn wenn alle es sehen, dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann wird er die Engel ausschicken, um die Menschen zusammenzubringen, die von Gott erwählt sind. Aus allen vier Himmelsrichtungen kommen sie herbei, vom äußersten Rand der Erde bis zum äußersten Rand des Himmels. Nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch, diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. An welchen Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Passt auf, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging. Er verließ sein Haus und übertrug seinen Knechten die Verantwortung. Jeden teilte er seine Arbeit zu. Dem Wächter an der Tür befahl er: Bleib wach. Bleibt also wach, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Spät am Abend, um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder früh am Morgen. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch doch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch sage, das sage ich allen. Bleibt wach. Liebe Geschwister, jetzt geht es um das Kommen des Menschensohns, die Wiederkunft Christi. Die Wachsamkeit erfordert. Jetzt geht es nicht mehr nur um das Ende von Jerusalem, sondern das macht der Einschub auch zu der Zeit dann später. Macht deutlich, dass es nun ein Zeitraum ist, der dazwischen liegt. Zwischen dem Untergang von Jerusalem, wo man sehr wohl die Zeichen der Zeit auch deuten soll, um das auch zu spüren, wann es geschieht und dann rechtzeitig sich in Sicherheit zu bringen. Wo noch letztlich auch Sicherheit möglich ist, wo man dem auch entgehen kann. Nun geht es um die Wiederkunft Christi. Nun geht es darum, nicht mehr jetzt jedes Zeichen zu deuten, hoch und es ist nah und so weiter, sondern es geht darum, genau bereit zu sein. Bereit zu sein für das, was wir im Glaubensbekenntnis auch bekennen, von dort wird er kommen, weil es dann zum Gericht geht. Und da nützt es uns nichts, ja, ich wollte eigentlich oder ich hätte eigentlich, sondern es geht dann darum, was geschehen ist. Und er macht es deutlich auch, diese Wachsamkeit, es gibt Dinge, woran man es erkennt. Zum Beispiel sagt er, schaut auf den Feigenbaum. Wenn er Blätter bekommt, und ihr wisst, es ist recht spät, der Feigenbaum ist einer, der erst wirklich im,
im späten Frühjahr seine Blätter treibt, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. Und es gibt viele solche kleinen Vorzeichen, aber jetzt nicht, dass man sagt, das ist passiert und das ist passiert und nun ist, ich zähle nun eins und eins zusammen. Sehr deutlich mahnt Jesus und sagt, also Zeit und Stunde weiß keiner, nicht mal ich, das weiß allein der Vater. Und wenn er das Kommen des Menschensohns beschreibt, dann ist es ein Vorgang, der eben wirklich von Gott ausgeht. Der nicht in unseren menschlichen Händen steht und der nicht in unserer menschlichen Begrifflichkeit steht, wann diese Welt endet. Sondern das ist allein Gottes Entscheidung. Und wir können noch so sehr rätseln und Menschen haben zu allen Zeiten gerätselt, wann das sein wird und haben gerechnet und haben zum Teil auch ihre Hab und Gut aufgegeben und sind auf die Berge gezogen. Was weiß ich, König Otto der Erste zum Beispiel hat dies einmal durchgeführt, stand dann auf ziemlich verdutzt da, als nichts passierte. Solche Dinge passieren immer wieder, auch gerade auch in der Geschichte hat man danach gerechnet und meinte, vieles ist Zeichen für den Weltuntergang. Als zur Zeit Martin Luthers, als die Türken letztlich Richtung Wien marschierten und dort standen, da hat er sehr deutlich gesagt, Moment, das sind ja die deutlichen Boten dafür. Das ist das Weltende. Und es werden immer noch Zeiten kommen, wo wir auch das Gefühl haben. Und natürlich ist vieles, was wir sehen, auch erschreckend. Aber der Zeitpunkt liegt in Gottes Hand. Und alles menschliches Rechnen ist Quatsch. Und alles letztlich danach suchen, ja, und wie ist dies und jenes genau zu verstehen und was muss nicht alles in der Folge sein, auch das führt uns nicht weiter. Es geht darum, seid wachsam, lebt so, dass der Herr jederzeit wiederkommt. Dieses schöne Gleichnis, was er dann bringt mit dem Hausherrn, der eben außer Hauses geht und seinen Knechten sagt, horch zu, seid bereit, wenn ich wiederkomme. Und sie wissen nicht wann und müssen also wachen, weil er sie nicht schlafend vorfindet. Das gibt Ärger. So auch letztlich mit uns. Wir sollen so leben, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt, jederzeit vor ihn zu treten und zu wissen, wir haben auf dich gewartet. Du bist willkommen. Ich denke, das ist etwas, eine Blickwinkeländerung. Es geht tatsächlich in der Beziehung nicht, wie es eben häufig ist, dass man nun guckt und macht und dies und jenes und die Welle und das, sondern dass man bewusst sich konzentriert und sagt, mein Leben soll so laufen, dass ich jederzeit bereit bin für den Herrn. Ich will es mal anders sagen, auch wir werden den Herrn auf jeden Fall begegnen. Ob es nun am Ende der Zeit ist oder am Ende unserer Zeit, das spielt dabei keine Rolle. Wenn wir einmal gerufen werden, sind wir dann bereit? Oder verpassen wir dann vielleicht gerade das Entscheidende, weil wir ja noch so viel zu tun haben und weil wir ja die Zeichen noch gar nicht gesehen haben? Nein, es geht nicht nur um das Weltende, es geht darum, ein Leben zu führen, das wach ist für Gottes Anliegen, wach ist für Gottes Gegenwart, was letztlich Tag für Tag immer wieder ihn einlädt und sagt, ja, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich will bereit sein. Ich will bereit sein zum Hören, ich will bereit sein, genau hinzuschauen, was die Menschen brauchen. Ich will bereit sein, wenn du heute kommst. Und wir begegnen ihm ja jedes Mal, wenn wir letztlich Gottes Wort aufschlagen. Wir begegnen ihm, wenn wir unsere Herzen öffnen und hören, was er heute sagt. Wir begegnen ihm und dieses ist die Bereitschaft, die eigentlich auf die Jesus verweist. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Nachtwache schieben. Es geht darum, dass wir als
Jünger Jesu lernen zu leben, immer in der Gegenwart Gottes. Und dadurch letztlich als die Seinen zu wirken. Dadurch als die Seinen zu handeln, zu reden, dadurch uns mit seinem Blick den Menschen nähern. Und das ist das Entscheidende. Darum, lasst nicht nach. In Paulus' Briefen später, Paulus zieht darum und macht auch deutlich, seid bereit. Seid bereit, lasst euch nicht abirren, werdet nicht müde. Die Gemeinden wurden später dann müde, weil es eben dauerte, weil Jesus nicht so schnell wiederkam. Aber er hat doch gesagt, er weiß es nicht. Und dieser schöne Satz, ihr werdet es erleben, bezieht sich auf den vorhergehenden Untergang Jerusalems. Der wird zu ihren Zeiten passieren. Aber das sagt er auch sehr deutlich, das ist noch nicht das Ende der Zeit. Es ist schrecklich, furchtbar, dass das geschieht, aber es ist noch nicht das Ende der Zeit. Das Ende der Zeit liegt in Gottes Hand allein. Darum, liebe Geschwister, lasst euch nicht irre machen und fürchtet euch nicht, weil unser Gott ist und bleibt ein treuer Gott. Und er steht zu seinen Zusagen, dass wer ihm vertraut, der wird gerettet. Herr, wir danken dir. Auch das ist gute Botschaft. Auch deine Mahnungen sind wichtig an uns, weil wir sehr schnell müde werden, weil wir sehr schnell aufgeben, weil wir sehr schnell meinen, ach, das hat doch Zeit. Wie viele Menschen leben und meinen, wenn sie mal älter sind, werden sie sich um dich auch kümmern. Aber wissen nicht, was der nächste Tag bringt und ob sie den nächsten Tag erleben. Herr, lass uns klug und weise sein und auf dich hören. Amen. So wünsche ich Ihnen heute einen gesegneten Tag.